Der Oberrhein als Schifffahrtskanal ist erst durch massive Eingriffe des Menschen entstanden. Vor seiner Begradigung im 19. Jahrhundert war der Fluss ein wenig tiefes, stark verzweigtes Gewässer. Ein deutsch-französisches Forschungsprojekt spürt diesem ursprünglichen Flussverlauf nach. Für die Universität Freiburg begibt sich der Geologe Frank Preußer auf Spurensuche. Man kann den Verlauf des Rheins anhand von alten Karten aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert noch recht gut rekonstruieren, sieht aber immer nur kurze Zeitabschnitte und sieht da nicht die längerfristige Dynamik. Wir versuchen, die längere Geschichte dann durch Bohrungen und auch durch Fernerkundungsuntersuchungen wieder zu rekonstruieren. Ein linker Nebenfluss des Rheins ist vor Eingriffen des Menschen in einigen Abschnitten fast verschont geblieben. An der sich nach Norden schlängelnden Ill kann man Fließdynamiken erkennen, wie es sie auch beim Rhein gegeben haben muss. Frank Preußer untersucht mit seinem Straßburger Kollegen Laurent Schmidt eine Stelle, wo die Ill bei hohem Wasserstand versucht, ihr Flussbett zu wechseln. Dort fließt nur wenige Meter entfernt der Orschbach. Für den Straßburger Wissenschaftler kann man hier sehr gut die natürliche Entwicklung von Flüssen zeigen. Während das Hochwasser fließt Wasser von der Ill, Fließgewässer, zu diesem Nebenfluss, das ist das Orschbach-Fließgewässer, weil die Ill ist höher als das Orschbach. Und wenn man das lässt, in 10 Jahren, 20 oder vielleicht mehr oder weniger, wird dieses Hauptflussbett von dem Ill wird nicht mehr das dieses sein, aber dieses. Im Moment sorgt ein aufgeschütteter Wall dafür, dass die Ill bei Hochwasser nicht in den Orschbach übertritt. Aus Nachhaltigkeitsgründen hält es der Wissenschaftler aber für besser, der Ill diese Freiheit zu geben. Wann das Illbett wechselt und in den Orschbach läuft, in der Zukunft, wird das alte Flussbett von dem Ill ein sehr interessantes Biotop und Ökosystem. Der ursprüngliche Rhein hat seinen Lauf vermutlich in derselben Weise verändert wie die Ill den ihrigen. Die Dynamik des Rheinsystems kann man mit Aufnahmen aus der Luft- und Bodenproben rekonstruieren. Dass der Rhein in einem sehr weiten Bereich geflossen sein muss, belegen Proben, die in 13 Kilometer Entfernung zum heutigen Rheinlauf genommen wurden. Ja. Hier haben wir jetzt diesen Lüdit. Das ist ein Leitgeschiebe für die zentralen Alpen, also muss das hier Ablagerung von dem Rhein sein. Mit professionellem Bohrgerät wird das vermutete Flussgebiet jetzt gründlich unter die Lupe genommen. Also die setzen jetzt gerade um und werden da, ist ein sogenannter Levee, das ist ein natürlicher Wall, den die Flüsse aufschütten, direkt am Ufer, also Uferwelle heißt das auf Deutsch. Wo wir eben an der Ill standen, das war auch ein Uferwall eigentlich die ganze Zeit. Und die setzen jetzt genau auf diesen Uferwall um und wollen jetzt da mal versuchen, dann tiefer runter zu gehen. Die Bohrungen bestätigen den Befund. Wo heute ein Acker ist, war früher ein Rheinufer. Das deutsch-französische Wissenschaftsteam will die Grundlagen für Konzepte erarbeiten, mit denen man den Oberrhein ein Stück weit wieder aus seinem engen Korsett herausholen kann. Renaturierte Flächen würden bei Hochwasserereignissen die Städte rheinabwärts besser schützen und die Biodiversität in der heimischen Flora und Fauna unterstützen.